Platz 11, Spawn. 97 kam der Kinofilm raus und ich war angeheizt, habe dann mit diesen Comics dann auch wieder ein bisschen mehr angefangen und Spawn-Reihe gab es damals mit der Nummer 1. Habe ich auch angefangen zu lesen, fand ich super interessant, auch mit seinem Cape, das eigentlich lebt, ein Symbiont ist mit der Kette, alles und die ganzen Schichten. Mega. Auf Platz 12, Captain America. Captain America war schon immer so eine Art, nicht nur, dass er Patriot war in den USA, sondern immer so eine Art guter Held, der wirklich an das Gute total geglaubt hat und versucht hat, in jedem das Gute zu wecken und bei jedem an den guten Menschenverstand zu appellieren und auch die Helden zu motivieren. Die Avengers, die wären ja nix ohne ihn quasi, der das ganze Team zusammengehalten hat in manchen Stories und manchen Verwicklungen. Er ist natürlich immer mit Tony Stark aneinander geraten, klar, aber trotzdem, er war so das Kernstück, das Herzstück dieser Helden von den Avengers. Und auch, ja, auch seine Motivation und alles und so, das war für mich immer vollkommen verständlich, greifbar. Eine Art Paladin sozusagen. Ich hatte ja an anderer Stelle eben den Paladin erwähnt, wie den Punisher, aber eine andere Art Paladin, nicht so düster wie Punisher, aber trotzdem glaubte er total an das Gute und dass man das Böse überall bekämpfen muss und so weiter. Super, ich fand den immer schon extrem unterhaltsam. Und Platz Nummer 13 ist der Hulk. Bruce Banner. Ich mochte noch diese Filme, gab es jede Menge. Bevor es diese richtigen Verfilmungen gab, gab es diese Fernsehfilme. Die hat man dann in irgendwelchen dritten Programmen oder so in meiner Jugend oder in Kindheit noch gesehen gehabt, bis in die 90er Jahre, Ende 90er Jahre. Ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist. Ich sehe die Filme jetzt gar nicht mehr. Die gibt es auch irgendwie nicht zu kaufen als DVD. Die wurden alle verdrängt durch die richtigen kommerziellen Filme, diese großen Kinofilme, durch Marvel. Aber ich fand den immer schon interessant, wie er dann. Ich werde wütend und trotzdem kann ich noch meine Kräfte halbwegs kontrollieren, um das Böse zu bekämpfen. Und je wütender ich werde, desto mächtiger werde ich, desto mächtiger ich werde, desto mehr wollen mir die Gegner irgendwie einheizen, desto mehr die einheizen, desto wütender werde ich und so. Ich fand nur den einen Kinofilm nicht so toll, wo er dann wie so ein Gummiball umhergesprungen ist. Er ist von großen Raketen getroffen worden. Und der Effekt war wie so ein Gummiball, wo er so, na gut, ihr wisst bestimmt, was ich meine, wenn ihr diesen Film gesehen habt. Aber ansonsten Hulk auch immer einer meiner Favoriten gewesen. Platz Nummer 14. Wonder Woman. Schwert, einen Schild hat sie, hat die Kraft der Götter sozusagen gehabt, hat auch schon eine lange Zeit gelebt auf der Erde, beziehungsweise. Im Ersten Weltkrieg ist sie erst quasi von ihrer Insel rausgekommen und hat die Welt eigentlich richtig gesehen. Und die ganzen Geschichten und Verwicklungen mit Wonder Woman fand ich interessant. Justice League sowieso, wo sie mit Flash, Aquaman, Green Lantern, Superman und so, also auch Batman und so weiter und so fort, alles zusammengekommen ist in diesem Team und immer ihren Teil dazu geleistet hat, ihre Armbänder, alles. Fand ich sehr interessant. Und deswegen war ich auch im Kinofilm drin. Flash. Fand ich auch immer interessant, besonders als er dann, das gab es ja nicht von Anfang an bei Flash, aber als dann die Stories waren, wo er sich dann durch Wände vibriert hat und solche Geschichten, wo er doch ein bisschen anders als Superman war. Superman war auch jemand, der einen super Speed hatte, auch andere wie Shazam oder sonstiges, die hatten auch alle super Speed gehabt, ja. Aber Flash war derjenige, der dazu gemacht worden ist, um sich dann von den anderen natürlich zu distanzieren, der dann der schnellste der Schnellen war. Er ist auch, das Comic habe ich auch, mit Superman angetreten, für herauszufinden, wer der schnellste ist von den beiden, ja. Superman und Flash hatten Wettrennen, vielleicht kennt ihr das. Und ich hoffe, ich spoile jetzt nichts, aber Flash ist der Schnellste. Okay? Also, Flash ist immer der Schnellste. Natürlich gibt es eine Art Einarbeitungszeit, wenn jemand mit Millionen Kilometer pro Stunde und jemand mit Millionen und 1 Kilometer pro Stunde antritt, sind die ziemlich gleich auf bis zum letzten Stück von dem Rennen, wo der eine
total abgeht. Ja. Und das war bei Flash ja auch immer so, er musste sich so erstmal immer ein bisschen anpassen. Er musste schneller, 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 schneller werden. Ich muss noch eine Spitze zulegen, ich muss noch eine Spitze zulegen und so weiter und so fort. Und das fand ich immer auch sehr interessant. Und auch die Gegner von Flash, die auch ja wie Zoom und all die oder Reverse Flash auch diese Superkräften hatten, aber auch ganz andere wie Flash, die versucht hatten, ihn auszutricksen, in Fallen reinzubringen, dass der Flash irgendwo reinrennt, wo er nicht reinrennen sollte und so weiter und so fort.